So richtig abgehakt, wenn ich crouch. Oh, der Push ist ja mal geil hier. Lydia hat einfach zu einem fetten Arsch. Alter, ich habe den besten Busch aller Zeiten gefunden. Ich schwör's dir, ich habe einen Busch, das ist unfassbar. Wobei, nee, das ist doch nicht geil. Dachte, der wäre hinten Ich habe offen. einen Busch gefunden, da rennt er nicht mal hin. Also, da kann der nicht kollidieren mit mir. Ja, den da, ne? Den da, Frederik. Der Da ist schmeiß ich dann die Pebble hin, pass mal auf. perfekt, Da schmeiß ich dann die Pebble hin. Vorsicht. Oh oh. Sind ja näher. Oh, sie kommt zu dir, Freddy. Die sieht mich nicht. Nein, sie hat mich! Ja, da muss ich erstmal zu dir rennen, Freddy. Hilft halt jetzt nichts. Fuck it, ey! Wieder im falschen Moment vorbeigecrouched, ey. Fuck this shit, ey. Oh, die bringt dich dahin. Das ist schlecht. Warum habe ich meinen Busch verlassen? Oh Gott, ich bin dich runter, Freddy. Befreie mich jetzt dafür. Was ist unsere Demo auch? Okay, I'm down. Oh, fuck it. Komm, ich hol dich runter. Ich bin dann ganz raus für die. Echt? Ja. Ey, ich hätte dich runtergeholt. Jedes Mal das Gleiche. Ey. Immer gerade, wenn ich an dem Busch vorbeilaufe, kommt die auf die andere Seite. Beschisseneres Timing kann man nicht haben wie ich. Dieser Spot ist so brutal, weil die da nicht kollidiert mit mir. Ja, aber nur wenn sie nicht bewusst danach sucht. Wenn sie bewusst guckt, dann läuft die da auch durch, Freddy. Schauen wir Glaubst du mir, mal. das ist früher oder später läuft die da durch? Glaub mir, die Lux-Augen, Alter. Das war nämlich gar nicht so einfach, mich da zu sehen, aber die hat mich trotzdem noch gesehen. Vielleicht meinen Arsch noch gesehen oder so, ich weiß es nicht. Geh mal ganz rein. Ja, man sieht dich schon, wenn man durchläuft, ja, man sieht dich schon gut, finde ich. Aber man muss halt bewusst dahin laufen, sonst sieht man es nicht. Das ist schon ein gutes Versteck auf jeden Fall. Das ist eines der besten Verstecke, die ich jemals hatte. Ich meine, welcher Killer geht dann schon hier so? Die gehen, um an den Baum vorbeizukommen, gehen die so. Aber schauen wir mal. Naja, aber wenn irgendwann checkst es, dass wir Hide and Seek machen, dann wird's halt auch danach gucken. Glaub's mir. Oh, hast du ja den anderen gefunden? Alter, die ist gut, ey. Die ist richtig gut. Oh Mann. Wo denn? Wie sie genickt hat vor seinem Schrank, ey. So, Jetzt Barbecue. schlägt sie. Ja, du bist der Letzte, oder? Ja. Ich pack's einfach mal. Das ist so ein Dusel jedes Mal. Meinst du? Ist schon fast auffällig, gell? Ja, du hast bestimmt einen Unsichtbarkeitscheat an, gib's doch zu.
ist hier sicher. Pastor Rose! Du wirst ja noch lustig rauszukommen, ne? Ich denke, dass das irgendwo auf der Straße oder unten im Main ist. Na, schau mal nach links, ich glaube, da war was. Ne, ich hab. Da war ich schon. Ich denke, dass es unten im Main ist. Das ist ziemlich oft. Leider nicht. Wo weißt du das? Hätte ich gehört. Hm. Ah! Das ist so. Steht drauf, oder? Ich denke auch. Guck mal, die kann sich viel, viel schneller über die Map beamen, als du drüber laufen kannst. Das heißt, die hat 100 Pro die Hedge gefunden. Aber ist ja egal, irgendwann muss es ja zumachen. Pass auf, pst. Da hat sie mich gefunden, das letzte Mal. Genau wie ich von dem Zaun darüber gelaufen bin, genau in dem Moment hat sie in meine Richtung geschaut. Wo ist sie? Und da wird sie dich jetzt auch finden. Nee, nee, die steht auf der Hedge, wo ist die? Ich denke, eine Killerschläge. Mach mal dein Ding an. Stimmt, ich depp. Ja, die steht direkt drauf. Geil, ich sehe sie. Du musst nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Nochmal. Du musst nur kurz, wenn sie weg ist. Eigentlich kannst du doch zum anderen Ausgang gehen, die Kombine. Bleib auf der scheiß Hedge. Und es wäre eigentlich sogar gut, wenn sie rüberkommen würde, weil dann kannst du ja die Hedge auf jeden Fall kriegen. Außer sie hat Nowhead. Außer sie hat Nowhead. Aber ich würde es riskieren, weil wenn du jetzt ewig wartest, wirst du es nicht schaffen. Ich hab kein Dead Heart mehr. Ja, aber das schaffst du nicht. Das gefällt mir jetzt richtig gut, dass ich da rauskomme. Das nächste Mal bleibst du nicht auf der Hedge. Pöppel werfen? Stimmt, ich habe eine Pöppel. Werf doch mal eine Pöppel in Richtung Kinderschein oder so. Mal. Ja. Yes. I survived. Oh, man.